Die Hauptrunde ist vorbei und es geht auch hier los in diesem Duell zwischen der Heilbronner Falken und dem IC Bad Tölz im Playoff-Viertelfinale. Und damit herzlich willkommen aus der Kolbitz-Schmidt-Arena in Heilbronn, wo der Vierte heute den Fünften empfängt. Und so nah steht keine der weiteren Duelle, die Mannschaften sich in dieser Tabelle. Und beide Teams in dieser Saison sehr erfolgreich. Bad Tölz dreimal bislang als Sieger vom Eis gegangen in diesen Duellen gegen die Falken. Die wiederum hervorragender vierter Platz und dementsprechend das Heimrecht. Das verspricht also eine richtig spannende Partie zu werden. Und bevor wir ins Spiel reingehen, wollen wir natürlich auch auf die Aufstellungen blicken. Zu Beginn auf die Aufstellung der Tölzer Löwen um Trainer Kevin Godet. Und er wird starten mit Maximilian Franzrepp und im Backup Sinisa Samartinovic. In der Verteidigung Bruder Sasa Martinovic zusammen mit Manuel Edfelder, der in dieser Saison das ein oder andere Mal bereits in der Offensive ausgeholfen hat. Dann Markus Eberhardt und Matt McKenzie in Reihe 2 und Andreas Schwarz und Niklas Heinzinger in Reihe 3. Im Sturm, da muss man etwas rotieren, aber Schauweller mit Tyler McNeely und Lubo Dibelka, die Paradereihe der Tölzer Löwen. Dann Johannes Sedlmayr mit Max French und Topscorer der Tölzer Löwen, Marco Pfleger. In der dritten Reihe dann Stefan Reiter mit Mark Heatley und Christoph Kiefersauer. Und in der vierten Reihe Luca Tosto zusammen mit Philipp Schlager. Und dort wird eben einer der rechten Flügel immer wieder mit auflaufen, um vier komplette Reihen zu stellen bei den Tölzer Löwen, die doch ja, sehr viel drücken müssen aufgrund des ausgedünnten Kaders. Und wir werfen aber trotz allem einen Blick auf die Aufstellung der Heimmannschaft, auf die von Alexander Militzer und die Heilbronner Falken. Da wird starten Matthias Nemetz im Tor von Mirko Pankowski in der Verteidigung. Das Bruderpaar Brock Maschmeyer und Bronson Maschmeyer vor Markus Götz und Ian Brady. Und in der Defensivreihe 3 Jan Pavlou und Kevin Maginot. Das also die Verteidigungen im Sturm. Neuzugang Jordan Samuels Thomas, der erst im Februar nach Heilbronn kam, zusammen mit Derek Damon und Stefan Della Rovea. In der zweiten Reihe Davis Koch mit Dylan Ruck und Bryce Gervais. Dylan Ruck ja mit 88 Punkten Topscorer der Hauptrunde. Dann Pierre Preto zusammen mit Tim Miller und Yannick Valenti. Und in der vierten Reihe Michael Knaup, Luis Brune und Tobias Möller in Reihe 4. So wird es also ablaufen, dieses erste Playoff-Viertelfinale. Und ich möchte Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Wir gehen rein in Spiel 1 des Playoff-Viertelfinals zwischen den Heilbronner Falken und den Tölzer Löwen. Viel Spaß! Aus und vorbei mit der Hauptrunde und jetzt geht es um alles für beide Teams. Und damit herzlich willkommen zum ersten Viertelfinale zwischen den Heilbronner Falken und dem IC Bad Tölz. Hier der Keeper der Falken, der in dieser Saison gut gehalten hat, Matthias Nemetz. Und auf der anderen Seite der Frischling oder vielleicht nicht mehr ganz so der Frischling bei den Tölzer Löwen, Maximilian Franzrepp, der ja erst zum 2. Januar von den Eisbären Berlin zu den Tölzer Löwen kam. Und wenn wir uns diese beiden Mannschaften anschauen, sie stehen sehr, sehr eng in der Tabelle nebeneinander. Nur 3 Punkte trennen die beiden Mannschaften. Heilbronn mit 84 Punkten auf der 4, die Tölzer Löwen mit 81 auf der 5. Aber die vier Duelle, die man in dieser Saison bereits gegeneinander gespielt hat, die liefen allesamt ja, ähnlich ab. Am Ende gewannen die Heilbronner Falken nur eines der 4 Duelle, und zwar das erste am 29. September in Bad Tölz. Damals gab es das 6:5 nach Verlängerung für die Falken, dann aber zu Hause 4:5, dann in Tölz mit 8:6 ging da der Heim Favorit vom Eis, die Tölzer Löwen. Und auch die letzte Partie am 2. Februar endete hier in der Kolben-Schmidt-Arena mit einem 3:2 nach Verlängerung für die Tölzer Löwen. Nichtsdestotrotz, die beiden Mannschaften sind auf Augenhöhe, wenngleich Tölz dreimal in dieser Saison als Sieger vom Eis gegangen ist, denn es ist das 26. Aufeinandertreffen beider Teams. 12-mal gingen die Heilbronner Falken als Sieger vom Eis, 13-mal bislang die Tölzer Löwen. Und hier
wollen die Falken in diesem ersten Viertelfinalspiel zu Hause in der Kolben-Schmidt-Arena natürlich als Sieger vom Eis. Aber dass das ein schweres Unterfangen wird, das zeigt die Auswärtstabelle, denn die wird angeführt von den Tölzer Löwen, die damit die stärkste Mannschaft auswärts, 36 Punkte holte man, einen Punkt mehr als die Ravensburg Tower Stars. Und ja, dann noch zusammen gepaart mit der Statistik, die ohnehin gut liegt gegen die Heilbronner Falken. Das wird also eine hochexplosive, eine hochspannende Viertelfinalserie zwischen dem vierten und dem fünften der DEL 2. Dylan Ruck, auf ihm ruht natürlich die Hoffnung der Stürmer der Heilbronner Falken. 88 Punkte und damit Topscorer der DEL 2 in dieser Saison. Ganze 12 Punkte vor Sami Blomqvist von dem ESV Kaufbeuren. Marco Pfleger, punktbester Spieler beim EC Bad Tölz mit 69 Punkten auf der 4. Der besten Scorer der Liga. Und auch da sind das immerhin 17 Punkte Rückstand. 19 Punkte Rückstand, Verzeihung. Aber Schluss mit Statistiken. Am Ende sind es keine Statistiken, die die Partie entscheiden, sondern am Ende sind es die Akteure da unten auf dem Eis, die diese Partie entscheiden wollen. Und gefährlich von der Nummer 89, der Tölzer Löwen, da von Stefan Reiter die Scheibe in Richtung Matthias Nemetz gebracht. Wieder Reiter. Sucht die Lücke, aber Ian Brady für die Heilbronner Falken. Über die Hälfte des ersten Durchgangs schon vorbei. Enge Partie, 0:0 nach knapp 12 Minuten. Yannick Valenti, Ian Brady, der bringt die Scheibe nicht ganz exakt in Richtung Maximilian Franzrepp. Und Götz. Dann auf Tim Miller. Heilbronn sucht die Lücke. Das ist Pierre Preto. Wieder Tim Miller, Götz, schöne Drehung, Direktversuch und Pierre Preto mit der Gelegenheit. Zweimal, dreimal da Franz Repp gefragt, aber der lässt das alles eiskalt abblocken. Und deshalb hat man ihn geholt, nachdem man in der letzten Saison in den Playdowns erst in 7 Spielen gegen den ERC Freiburg den Ligaverbleib sicherte, ist natürlich dieser 5. Platz in dieser Saison der Tölzer Löwen wirklich ein hervorragendes Ergebnis. Und die Mannschaft von Kevin Godet kann durchaus mit erhobenen Hauptes hier in diese Playoffs reingehen. Aber auch die Heilbronner Falken ja in dieser Saison durchaus sehr, sehr erfolgreich. Eine Saison vorher, nämlich 2018, 2019, hieß es Platz 8 am Ende der regulären Saison für die Falken. Und dann war Schluss in den Pre-Playoffs. Dort unterlag man den Dresdner Eislöwen mit 1:2. Und dementsprechend auch hier Heilbronn durchaus gewillt, diese Playoffs in dieser Saison von Beginn an in die richtige Richtung zu drücken. Und da ist es doch, der Treffer. Und ich glaube, es war Stefan Della Rovea. Da ist er. Samuels Thomas und Pavlou, die beiden Assistgeber. Und Della Rovea mit dem ersten Treffer in diesem Viertelfinalspiel. 40 Mal konnte er scoren in der Hauptrunde. Kam von den Dresdner Eislöwen in der letzten Saison. Vertrag läuft bis Ende der Saison 22. Und Stefan Della Rovea 2008 an 204. Position von den Washington Capitals gedraftet. Konnte sich dann in der National Hockey League genau 7 Mal beweisen. Alle Einsätze allerdings für die St. Louis Blues in der Saison 2010-2011. Pavlo, jetzt also der erste Treffer gefallen und Heilbronn wie entfesselt. In den Playoffs, da wird alles nochmal durchgemischt. Und Heilbronn jetzt also mit dem ersten Treffer und die Kolben-Schmidt-Arena steht Kopf. Maginot auf Samuels Thomas. Der Neuzugang, der erst im Februar zu den Heilbronner Falken kam. Man hat sich hier nochmal verstärkt, extra für die Playoffs mit Jordan Samuels Thomas.
aus West Hartford. Nicht ganz unbekannt in Deutschland, denn 2017, 2018 hat er bereits, wenn auch nur 6 Partien, für die Augsburger Panther in der DEL gemacht. Und hier konnte er in der Hauptrunde 5-mal auf dem Eis stehen. 4 Scorerpunkte hat er gemacht und wir sehen uns nach einer kurzen Unterbrechung zurück zum zweiten Abschnitt. 1-0 also nach 20 Minuten aus Sicht der Gastgeber Heilbronn. Die Schussstatistik, Heilbronn kommt also wesentlich besser in diese Partie rein. Dann die Offensivzeit ähnlich, auch die Passstatistik. Aber die Bullis, die momentan ganz auf Seiten der Tölzer Löwen. Das verspricht also eine weiterhin hochspannende Partie zu bleiben. 40 Minuten noch zu spielen und Tyler McNeely gegen Derek Damon. Und damit rein in den Mittelabschnitt dieser hochgradig spannende Partie, die gleich beginnt mit einer Strafe wegen Beinstellens gegen die Heilbronner Falken. Es trifft den Mann mit der Nummer 4. Das ist Brock Maschmeyer. Ja, die beiden Maschmeyer-Brüder, ja, in Diensten der Heilbronner Falken. Beide in der Verteidigung. Bruder Cage Maschmeyer, der ja 2014 seine Eishockey-Karriere beendet hat. Und dann gibt es ja da noch die beiden Schwestern, Brittany und Emirates, ebenfalls Eishockey gespielt, zumindest in der Vergangenheit. Aber jetzt Überzahlspiel für die Tölzer Löwen. Bulli gibt's vor Maximilian Franzrepp und das ist Sean Weller. Einer der Spieler der DL2, der wirklich polarisiert. Entweder man mag ihn oder man hasst ihn, gelinde gesagt. Das ist ein Spieler, der wirklich hart physisch auf dem Eis auftritt. Sean Weller, der ja vor den Bietigheim Steelers kam. Und jetzt also in Diensten der Tölzer Löwen. Heilbronn wieder zu fünft. Damit die Strafzeit ohne Konsequenz abgelaufen. Und Manuel Edfelder wieder auf Sean Weller, der auf Lupo die Belka. Und dann der Nachschuss von Maschmeyer verhindert. Gut dagegen agiert. Spiel gelesen. Und es bleibt erstmal beim 1:0. Tyler McNeely, Ian Brady. Und wieder die Falken über Ian Brady. Der testet Maximilian Franzrepp erneut. Und dann ist es drin. 2:0 für die Falken. Und so schnell kann es gehen. Man nutzt auf der einen Seite das Überzahlspiel nicht. Und dann ist es Davis Koch, der die Falken mit 2:0 in Führung bringt. Wahnsinns guter Schuss. Und da war nichts zu machen. Für Maximilian Franzrepp in den Slot. Und der Deutsch-Kanadier aus Surrey, British Columbia, bringt Heilbronn mit 2:0 in Führung. 21 Jahre jung, die erste Saison in Deutschland. Kam aus der Western Hockey League von den Vancouver Giants. Trug dort das A auf dem Trikot und hier wieder mit der Gelegenheit auf Franzrepp bringt er Heilbronn weiter in Führung. Jetzt also 0:2 aus Sicht der Tölzer Löwen. Und ich habe es gesagt, es sind dann immer wieder die Playoffs, in der man die ganzen Statistiken ad acta legen kann. Das sind wieder völlig neue Situationen, mit denen beide Teams zurechtkommen müssen. Und ja, für die Tölzer Löwen ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Man hat ja einen sehr ausgedünnten Kader. Kann über nicht ganz 4 komplette Reihen im Sturm verfügen. Und auch in der Verteidigung relativ dünn. Also viele Ausfälle kann man auf Seiten der Tölzer Löwen nicht mehr verkraften.
nach dem Weggang von Gams in der laufenden Saison. Natürlich auch einer der Leistungsträger aus Bad Tölz weggegangen. Hälfte der Partie ist gleich vorbei. 2:0 weiterhin für die Heilbronner Falken. Und ich bin wirklich gespannt, nachdem die reellen Playoffs nicht stattfinden können, was für alle Eishockey-Fans natürlich ein Schock war, zumindest hier virtuell die Gelegenheit, den DEL2-Champion auszuspielen. Und ich hoffe, Ihnen gefällt die Partie, ich hoffe, Ihnen gefällt die Idee und entsprechend der Möglichkeiten von NHL 20 natürlich auch die Trikots, die Spieler und alles andere gestaltet. Genehmigung zur Nutzung der Logos der Vereine liegt mir glücklicherweise vor. Dementsprechend konnte ich da zumindest auf die originalen Logos zurückgreifen, was dem Ganzen nochmal einen gewissen Touch gibt. 7,5 Minuten, 2:0 Heilbronn. Bislang wirklich hervorragende Partie. Da ist aber die Möglichkeit für Andreas Schwarz. Und es hat nicht viel gefehlt. Und man hätte hier den Anschlusstreffer erzielen können. Auf der anderen Seite Maschmeyer. Etwas am Tor vorbei. Yannick Valenti, der sich richtig gut entwickelt. Heilbronn ja durch die Kooperation mit den Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga ohnehin gut aufgestellt. Und sie lassen nicht locker. Preto auf Valenti. Nochmal Preto. Und dann ist es aber Maximilian Franzrepp, der da erneut für Ruhe sorgt vom Kasten der Gäste aus Bad Tölz. Dreieinhalb Minuten noch und Heilbronn lässt nicht locker. Heilbronn sucht da weiter den Abschluss. Und mit einem 3:0 vor der Pause könnte man da schon die Weichen stellen auf Richtung Sieg im Viertelfinale, Spiel 1. Und Tölz ackert. Jetzt die Strafzeit gegen die Nummer 11. Gegen Johannes Sedlmeier. Und das bedeutet 2 Minuten Überzahl für die Gastgeber. Zwei Minuten, die durchaus wehtun können. Zwei Minuten, in denen sich viel, viel ändern kann. Und jetzt also Überzahl. Und da ist es schon. Das hat nicht lange gedauert. Und der Kapitän höchstpersönlich, der Heilbronner Falken, Derek Dillman, mit dem 3:0 für die Gastgeber. Und der war eiskalt vom US-Amerikaner abgeschlossen. 39 Jahre alt. Derek Dillman, 2009, 2010 für die Kassel Huskies in der Deutschen Eishockey-Liga aufs Eis gegangen. Dann Österreich, Schweiz und Dänemark. Die weiteren Stationen und seit 2018 fester Bestandteil der Heilbronner Falken. Und er wird am Ende dieser Saison seine Schlittschuhe an den Nagel hängen. Aber hier trifft er in Überzahl auf Vorlage von Maschmeyer zum 3:0 für die Heilbronner Falken, die damit, wie ich es gerade angesprochen habe, den Grundstein legen für ein erfolgreiches Spiel 1. Edfelder auf Sedlmeier. Noch ist allerdings nicht aller Tage Abend. Martinovic abgeblockt. Und so gehen wir mit der 3:0-Führung in die zweite Viertelpause. Also Heilbronn zeigt sich zu Hause von seiner besten Möglichkeit. Die Tölzer Löwen müssen im Schlussabschnitt wesentlich mehr tun. Und nach einer kurzen Unterbrechung sehen wir uns dann zurück zum Schlussabschnitt in dieser Partie.
So, und ein Blick auf die Statistiken. 6 zu 15. Also die Tölzer Löwen kommen da nicht mehr so gut aus der Defensive raus. Sind allerdings die Zeit mehr gemessen. Etwas länger in der Offensive. Aber es passt nicht so ganz. Dann auch natürlich das bittere Unterzahltor, was letzten Endes zum 3 zu 0 führt. Und so gehen wir jetzt also in den Schlussabschnitt, wo die Löwen nochmal alles geben müssen. Früher Treffer im Schlussabschnitt würde da schon sehr, sehr weiterhelfen auf Seiten der Gäste aus Tölz. Und die Gelegenheit wird auch direkt genutzt. Und was für ein Beginn nach Wiederanpfiff. Blitzstart durch Lubodimilka. Und damit alles wieder offen. Damit kommt wieder Spannung rein. Früher Treffer im Schlussabschnitt. Und dann steht es nur noch 1-3. Und das ist das, was man sich natürlich gewünscht hat auf Seiten der Löwen. Dass man hier zeitig und schnell zum ersten Treffer gelangt. Und das ist ihnen in dieser Situation mehr als gelungen. Martinovic. Auf Lubodimilka. Der ist jetzt natürlich on fire. Der will jetzt hier seine Mannschaft pushen. Will die Mannschaft zurückbringen. Und wenn man jetzt noch einen zweiten Treffer erzielt, relativ früh, dann ist es nur noch einer, den man erzielen muss. Und diese Partie nimmt mit Sicherheit eine Wendung. Martinovic! Lubodimilka. Sean Weller. Manuel Edfelder. Martinovic zum zweiten. Und Matthias Nemetz jetzt natürlich umso mehr gefragt. In dieser Partie, in der die Tölzer Löwen im Schlussabschnitt bislang richtig gut gestartet sind. Wieder Lubodimilka. Auch da fehlten nur Zentimeter. Und dann Bulli. Heilbronn versucht da etwas Fahrt rauszunehmen. Der Ansturm der Tölzer Löwen in den letzten 6,5 Minuten. Der macht Heilbronn doch etwas zu schaffen hier. Und wieder Tölz über Johannes Sedelmeier. Scheibe bleibt drin. McKenzie. Direkte Abnahme von Marco Pfleger. Noch 12,5 Minuten. Matt McKenzie, Marco Pfleger. Schaufelt die Scheibe allerdings etwas zu weit am Tor vorbei. Und jetzt Davis Koch. Mal wieder durchatmen. Auf Seiten der Falken. Schlussabschnitt ganz im Zeichen der Tölzer Löwen. Wieder viel Raum, wieder viel Platz. Und Nemetz weiterhin hochkonzentriert. Sie müssen jetzt aufpassen. Noch ein Treffer, ich habe es angesprochen. Und diese Partie fängt an zu wackeln. Oh, sieht der Falken. Andreas Schwarz, Heinzinger. Nächste Schussmöglichkeit geblockt vom eigenen Spieler. Wie getan. Und wieder Heilbronn über Yannick Valenti. Man sucht einfach nur den Zug in Richtung Tor der Tölzer Löwen. Und wieder Bad Tölz. Tim Miller. Ne, Stefan Reiter, Entschuldigung. Mark Heatley. Mark Heatley und Matthias Nemetz. Mit einer blitzschnellen Reaktion verhindert er den Anschlusstreffer von Bad Tölz. Reiter auf Heatley. Scheibe kommt nicht an. Marginier auf Brune. Und es laufen die letzten 6 Minuten. Sean Weller. Lubodimilka. Natürlich jetzt die
Paradereihe auf dem Eis. Sean Weller. Lubodi Belka. Und sie versuchen es weiterhin hier nicht aufzugeben. Und wenn man ihnen wirklich eins nicht absprechen kann, dann die Tatsache, dass man in diesem Viertelfinale 1 bis zum Schluss kämpft. Bis zum Schluss alles nach vorne wirft. Um weiterhin dran zu glauben, diese Partie noch zu drehen in den letzten 8 Minuten. Simmons Thomas. Aber es wird natürlich mit jeder verstreichenden Minute schwerer und schwerer. Derek Damon. Nächste Schusschance. Matthias Franzrepp. Spannung pur in diesem ersten Viertelfinale. Und das ist aber genau das, was die Zuschauer sehen wollen. Diese Serie, die wird genauso spannend wie auch die anderen. Sedlmayr. Anderthalb Minuten noch. Rechts geht Marco Pfleger, Manuel Edfelder. Max French Teuter natürlich jetzt vom Eis. Franz Repp runter. Man muss alles geben. Alles oder nichts. Scheibe bleibt drin. Sedlmayr. Manuel Edfelder. 6 gegen 5 Spieler jetzt der Tölzer Löwen. Max French. Johannes Sedlmayr setzt sich durch. Aber auch hier wieder Matthias Nemetz. Mit der richtigen Antwort auf diesen gut platzierten Schuss in den Slot. Und Dylan Ruck bringt die Scheibe nur nach vorne. Es sind nämlich 2 Treffer, die man braucht. Und Davis Koch macht der Hoffnung der Tölzer hier einen Strich durch die Rechnung. Und das war's. 4-1. Und damit die Entscheidung in diesem ersten Viertelfinale. Es geht an das Heimteam. Die Heilbronner Falken haben sich da ordentlich durchgekämpft. Und am Ende war es einfach zu spät. Das Erwachen der Tölzer Löwen hier. Und so wird es sein, dass Heilbronn in diesem Viertelfinale zu Hause mit 1:0 in dieser Serie in Führung gehen kann. Philipp Schlager. Hat man sich in dieser Hauptrunde möglicherweise etwas ausgepowert? Das ist die große Frage. Reicht die Kraft im Viertelfinale über die 52 Pflichtspiele hinaus? Luca Torsto. Und es ist der 4-1-Sieg für Heilbronn. Gratulation, Serienführung. Und ich hoffe, Ihnen zu Hause an den Fernsehbildschirmen hat diese Partie gefallen. Wir freuen uns auf mindestens 3 weitere Partien. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen weiteren schönen Tag. Und wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen nach oben da. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.